Wo zum Teufel war denn jetzt der Safe? War das hier? Ist eben nicht Edna, ja. Ne, hier war es nicht. Badam, bam, bam. So geht. Wo geht's nicht hin? Nee, 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 das machst du nicht. Nein, das ist auch falsch. Ich wurde immer korrigiert, dass Dinge ja keinen Sinn machen können, sondern Dinge nur einen Sinn ergeben können. Aber das ist so ein Berliner Ding. Irgendwie stehen die Berliner drauf, Leute mit sowas zu korrigieren. So, benutze. Es ist zu. Ja, du bist auch gleich zu, wenn du zu viel trinkst. Benutze den Papier hier. Ah, das ist der Trick. Das ist der Trick. Öffne, safe. Nimm das Zeug. Ich habe gerade einen Schlüssel für ein Vorhängeschloss und Pläne für irgendein Gerät gefunden. Vielleicht kann ich sie nochmal gut gebrauchen. Ja, nö, ich glaube nicht. Die Pläne... Wahrscheinlich nicht, oder? Keine Ahnung, wofür die Pläne sind. Ja, hätte ich jetzt auch Jacke wie Hose gesagt, aber... ja. Berliner... Feinheiten in der Sprache, was weiß ich. Hallo? Oh, hier können wir auch ein Bad malen, vielleicht, warte mal. Aber ich muss mir meine leisere Maus doch mal wieder irgendwie anschließen. Die ist zwar für so Fallout und so ganz geil, aber für solche Spiele ist es einfach die... Ich habe das letztens in der Aufnahme gehört, die klickt ja so laut. Benutze das Ding mit das... Ah, das macht keinen Sinn. Ja, das macht keinen Sinn. Macht es nicht. Dann geh halt raus. Aber wir können den beiden hier so ein Adolf-Bärtchen malen, oder? Also ihm hier zumindest. Dem kleinen Wesen hier daneben ja nicht. Na, Blondie, geht's dir gut? Hm. Miau, miau, miau. Miau, miau. So, benutze vielleicht dieses Ding mit diesem Ding. Ja, es passt. Öffne vielleicht das Ding. Ja. Untersuche. Da ist was drin. Ein Jetpack. Sieht aus wie ein mobiler Raketenantrieb. Die kommen aus dem Korrigieren nicht raus. Deswegen mögen die Berliner die Schwaben nicht. Ich glaube, das hat einen anderen Hintergrund. Aber ich bin ja auch nur ein zugereister Berliner. Wenn man denn so will. Ich komme ja nicht von hier. Ich komme ja auch vom Dorf. Von Dorf komme ich. Ich bin ein von Dorf. Bin ein ganz Adliger von Dorf. Kramer Bob. Badam, bam, bam, bam. Übrigens, Leute. Oh, sieht aus wie ein riesiger Spargel. Jetzt konnte ich es aber nochmal hören. Ah. Geboren bin ich in Bremen. Da komme ich eigentlich her. Aber ich habe da als Kind nie wirklich gelebt. Ich habe dann später, für meinen ersten Job habe ich da mal wieder gelebt. Dann ja, aber ja, ist ganz cool da. Schöne Stadt. Schönes Städtchen, finde ich. So, mein Freund. Bob, ich bin von Fleder übertölpelt worden. Ich weiß, Joe. Solche Sachen machen im Dschungel schnell die Runde. Du weißt ja, wie das in einer kleinen Gemeinde ist. Wie kann ich dir helfen? Gib mir dein ganzes Zeug. Was weißt du über das Nebeltal? Das Tal wird von einem komisch dichten Nebel bedeckt. Die Legende sagt, dass dort viele Monster leben. Ganz gefährliche Monster. Warum fragst du? Das Schild um das Tal ist entfernt worden. Und Fleder ist hineingegangen. Wie konnten sie denn das Tal betreten? Nachdem das Schild weg ist, kommt man nur noch von oben rein.
Sie haben ein Luftschiff benutzt. Ein Luftschiff? Oh, oh. Joe, wir müssen sie aufhalten. Das Loveboat. Du musst einen Weg ins Tal finden. Ich habe so einen mobilen Raketenantrieb. Aber der Tank ist leer. Der Tank ist leer, mein Freund. Wahrscheinlich Methylalkohol. Im Dschungel gibt es keine Tankstellen. Also musst du dir etwas anderes einfallen lassen. Hast du kein Zeug für mich? Ich muss gehen. Viel Glück, Joe. Nimm den Alkohol. Entschuldigung, wie viel kostet das? Ich fürchte mehr, als du dir leisten kannst. Wieso? Warte. Ich hab doch hier Penunzen. Jetzt bin ich überfragt gerade. Leute, wir brauchen Sprit. Der hat keinen Sprit mehr. Junge, echt jetzt? Die Silberfische haben sich schon gütlich daran getan. Das meiste davon ist unlesbar. Da steht was von Aufbewahrung des Paketes an einem anderen Ort, da es extrem flüchtig ist. Flüchtig? Hier der kleine Adolf da, der mit der Brille, der ist flüchtig. Nee, ich brauche einen Drucker. Dann hast du einen Gelddrucker, das wäre was. Aber der spuckt doch keine, kein Dingensgeld aus. Alk ist Treibstoff, genau. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, hier, kauf den Alkohol von ihm. Bam, bam, bada, badam, bam, bam. Hallo, Naomi. Ich muss dich nochmal stören. Genau, gib mir dein Zeug. Du störst mich nicht, Joe. Aber ich will doch. Kann ich dir helfen? Die Schere, die du mir gegeben hast, konnte ich gut gebrauchen. Und das Parfüm riecht wunderbar. Es riecht auch untenrum. So wie das, das Bob mir zum Geburtstag geschenkt hat. Mhm. Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Ich bin sicher, der Abend heute mit Bob wird sehr schön. Mhm. Auch untenrum. So, anscheinend verbringst du viel Zeit damit, die Sachen zu polieren. Nur den Riesenspargel. Kannst du mir etwas über deine Ware erzählen? Kannst du mir etwas über deine Ware erzählen? Keine Ahnung. Welche genau? Nee. Das gibt's eigentlich nicht mehr, was mir. Dann gibt's eigentlich nichts okay, mehr, was schön. Mich interessiert. Oh, okay. War nett mit dir. Fand ich auch. Ja, immer wieder schön. Ein Vergnügen. Und, also ich habe jetzt hier. Es ist leer. Benutze. Wir haben doch den Antriebs. Was ist das Ding? Scheint nicht zu funktionieren. Das ist der Plan für Commander Rockets Taschenrakete. Sie kann bis zu 160 Kilometer pro Stunde schnell fliegen und braucht dafür nur einen Liter Gas. Oh. Nicht schlecht. Ja, was ist jetzt mit dem Alkohol, Leute? Alles klar, Kiri, dann bis später. Mach's gut. Wir zocken später noch was anderes. Oh, Sprit im Flieger. Du hast recht, das könnte sein. Ich glaube aber, wir müssen ihm was abkaufen. Ich weiß allerdings nicht, ob wir noch was brauchen. Irgendwie, wir haben, glaube ich, zu wenig Kohle. Hm. Wie? Alkohol? Ich hätte noch Whisky, also. Aber den darf ich nicht trinken. Im Stream darf ich ja keinen Alkohol trinken. Das sieht Twitcher nicht so gerne. Deswegen, ich muss dann immer so eine braune Flasche nehmen. Wie in so einer braunen Tüte wie in den USA. Damit man nicht sieht, dass es Alkohol ist und trotzdem weiß es jeder. Spargelsaufparty. Oh, kann man Spargel saufen? Also man kann. Ja, nee, okay. Nein, ich höre es auf. So, wir gehen zum Unglücksort. Muss falsche Gedanken unterdrücken. Genau das. Ah, Mann, oh Mann.
Roséwein. Roséwein. Ja, nee. 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 Wodka hätte ich auch noch da. Guten Wodka. Leckeren, guten Wodka. Wir können ja mal hier rüberfahren mit der Seerose. Nicht Rosé, sondern Seerose. Ja, Apfelsaft darf man trinken. Ja. Apfelsaft darf man trinken. Wodka. Na, du alter Seesack. Sieh mal her, du Seesack. Ist da noch was drin? Sieht aus, wie wenn das Auge hätte, ne? Ich sehe nichts Besonderes. Oder Pillermann, der hier rumliegt. Umspülte Sitze. Sieht ziemlich schlecht aus. So, Leute. Sieht aus wie ein riesiger Spargel. So, das wollte ich nochmal zum Besten geben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich hier an Sprit kommen soll. Der hat keinen Sprit mehr. Der Sprit ist doch, wenn dann in den Treibflächen, in den Tragflächen. Mann, Treibfläche. Die Treibfläche, die gibt es woanders. Nee, das wenn dann ist das hier drin oder in den Tanks hier unter. Das sind die Tanks. Und das können, da kommen wir nicht ran. Da steht Bra. 360 Bra. Wie geil ist das denn? Das sehe ich jetzt erst. Was für eine Fahrt. Ja, was für eine Fahrt. Hört auf, oder es gibt eine, außer es gibt eine Kamera. Möchte jemand eine Salzstange eigentlich? Ich habe hier noch Salzstangen von der Cherry, die sind auch total lecker. Ich würde die jetzt einfach alle wegmümmeln, so nach und nach, und einen riesen Krach damit machen. Das ist okay, oder? Moin Swaggy, schön, dass du da bist. Willst du eine Salzstange? Ich habe die schon angenagt, aber ist nicht schlimm, oder? Die ist noch trocken am Ende. Ich habe da so komisch abgebissen, dass die noch trocken ist. Die nimmst du doch, oder? Ja. Bockwurst, Kamera. Ich mache jetzt mal weiter hier. Ich muss aufhören, den Chat zu lesen. Ich werde ja noch ganz wuschig. So, wo geht's denn jetzt hin? Den Wurfton muss ich heute noch nicht benutzen. Nee, aber es kommt schleichend näher. Mist. Ist auch geil. Hol ich mir lieber von meinem Freund. Mist. Schön. Ja, so geht's den Männern manchmal, ne? Und, also den Menschen und so. Sieht aus wie ein riesiger Spargel. Ja. So, ist da vielleicht noch jemand auf dem Schuppen? Im Schuppen.
So, öffne den Schuppen. Ist schon offen. Dann schau. Oh, das tut mir leid. Ich dachte, es wäre leer. Ja. Sein Valentinstagsschatz, ja, ich hoffe doch. Also ich habe meinen hier. Mein Valentinstagsschatz ist hier, guck, da. Hallo, Bob. Hallo, Joe. So, jetzt gib mir endlich deinen Treibstoff. Echt mal. Warum gibst du mir das Zeug nicht kostenlos? Das kann ich nicht machen, Joe. Der Erlös dieses Ladens geht in den Pygmäen-Ausbildungsfonds. Die kleinen Kerle würden darunter leiden, wenn ich alles so weggeben würde. Hast du Naomi schon die Orchidee gegeben? Nein, noch nicht. Ich gebe sie ja heute Abend, wenn ich sie abhole. Wir gehen ihm zum dreizägen Faultier essen. Warum heißt es zum dreizägen Faultier? Tja, die Bedienung ist langsam und eine von den Kellnerinnen hat nur drei Zehen. Aber es ist preiswert. Dafür kann man Leute bezahlen, aber man kann es auch lassen. Also in der Regel. Okay, das, wenn ich jetzt das jetzt weitersage, klingt's falsch. Nein, also, okay, halt, vergiss es. Könntest du mir nochmal sagen? Sag mir doch nochmal, wie es da kommt. Tal kommt. Wie ich schon sagte, der einzige Weg ist von oben. Ich habe so einen mobilen Raketenantrieb. Aber der Tank ist leer. Dafür brauchst du wahrscheinlich Methylalkohol. Im Dschungel gibt es keine Tankstellen, also musst du dir etwas anderes einfallen lassen. Ich muss gehen. Viel Glück, Joe. Entschuldigung, wie viel kostet das? Ich fürchte mehr, als du dir leisten kannst. Warum soll das denn? Ich brauche den Alkohol jetzt echt. Ich werde da jetzt nicht näher drauf eingehen, was ihr da treibt. So, ich will nämlich Alkohol haben, Leute. Noch eine Weile. So, was mache ich denn jetzt mit dem... Was mache ich jetzt mit den... Leute, jetzt helft mir doch mal. Was mache ich denn mit dem Alkohol, den ich habe? Gib etwas Geld zu Krämer Bob. So gern ich dein Geld hätte. Du musst dir erst was aussuchen. Behalte es noch eine Weile. Nein, danke. Ich habe mich ganz gut daran gewöhnt. Ich benutze mal das Tyrannohorn, glaube ich. makeyougeil.com.
Moin, der Bro, schön, dass du da bist. So, was fehlt denn jetzt wohl noch? Es ist leer. Der Danny ist da. Moin. Moin, Danny. Das ist ein Pygmäisch-Deutsch-Wörterbuch. Das wollte ich schon immer haben. Vielleicht hilft es, wenn wir uns den Comic nochmal angucken. Ich weiß das ja nicht. Was meint ihr? Hilft das oder hilft das nicht? Ich weiß es gar nicht. Dr. Pepper gibt's hier. Nom, 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 nom. Lecker. Tina spielt mal wieder, ja? Die hat mal wieder keinen Bock auf den Stream. Ich verstehe das nicht. So, die Frage ist, wie kommen wir denn jetzt an dieses den blöden Alkohol? Mensch, wir müssen noch in das Tal. Vielleicht weiß die Medizinfrau ja was. Hallo, ich bin's nochmal. Ich wollte mich nur für die Creme bedanken. Für die Creme de la Creme. Schon gut. Dafür bin ich ja da. Genau, dafür bist du ja da, du olle Ärztin. Weißt du, wie ich in das Nebeltal komme? Das ist eine gute Frage. Ich kenne nur einen, der dir das beantworten kann. Nämlich der Häuptling. Die Häuptling. Legende sagt, dass sein Großvater einmal das Tal betreten hat. Wenn ich morgen um 3 Uhr komme, bist du dann da? Auf keinen Fall. Da schlafe ich zu Hause. Aber auf dem Schild steht 24 Stunden. Also hast du doch nicht 24 Stunden offen. Doch, aber nicht am Stück. Und was ist, wenn ich ein dringendes medizinisches Problem habe? Hast du besser nicht hier. Nimm 2 Aspirin und ruf mich am nächsten Morgen. Hast du eine Vertretung? Machst du Witze? Weißt du, was das kostet? Ich mache das alles hier so preiswert wie möglich. Danke. Da fühle ich mich gleich besser. Das ist gut. So. Leute, ich weiß nicht, wie wir weiterkommen. Was ist denn das jetzt für ein Mist hier? Was macht ihr da übrigens? Was soll das? Ihr macht schon wieder Unfug da. Das ist nicht nett. Aus wie ein riesiger Spargel. Ich verstehe keine Ironie, das ist aber schade. Ironien sind doch toll. Sind die schönsten Blumen überhaupt. Hier vielleicht? Vielleicht hat der Tod was zu berichten. Der Tod in seinem Boot. Schnappes? Hey, was denkst du, was du da machst? Ich klau mir dein Boot, Wer? Ochse. Ich? Ja, du. Das ist mein Boot. Tja, dann, Lass die Finger davon. Tut mir leid. Ich werd's nicht wieder tun. Doch, wirst du. Das will ich auch meinen. Doch, wirst du. Hoffe ich.
Ironie, solange bis du Sarkasmus hast. Aber Sarkasmus ist so schön. Dschungel. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Salvation. Salvation. Bei den Amazonen, ja. Da steht ganz klein, jeden Sonntag bei Jimmy und Mary Lou. Mary Lou. Möglicherweise bei den Amazonen. Das könnte sein. Hallo, faule Tier. Ach nee, stimmt, da kann man nicht mehr hin. Richtig, so war das. Cherry hat recht. Da kamen wir nicht mehr hin. Da gehen wir hin, genau. Der hohle Stamm. Da wohnt nämlich der hohle Stamm von Einwohnern. Von Ureinwohnern, so. Habt ihr Alkohol, Jungs? Hallo, Bud. Hallo, Joe. Na, penishalber alles cool? Ich wurde von Amazonen gefangen. Wirklich? Wie haben sie dich gefangen? Sie haben den alten Trick mit dem Seil benutzt. Ja, natürlich. Der Trick mit dem versteckten Seil. Der älteste Trick überhaupt. Den benutzen sie gerne. Kannst du dich erinnern, wo sie dich gefangen haben? Es war in der Nähe einer Steinmauer oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau wo. Hört sich an wie die verlassene Steinmauer am Ende des Dschungels. Skip und ich sehen uns dort vielleicht noch etwas um. Danke für die Informationen. War schön, mit dir zu reden. Bis bald, Joe. Jo, tschüss. Ich glaube, uns fehlt hier einfach noch was. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Alkohol von Bob brauchen. Vielleicht haben wir einfach noch nicht genug Kohle, aber wie kommen wir an mehr Kohle? Vielleicht haben wir auch noch was vergessen bei der Fleda Corporation. Vielleicht liegt da noch irgendwie ein versteckter Schatz. Penunzen, ganz viel Geld. Es hat keinen Sinn, dass ich zu den Amazonen zurückkehre. Genau so war das. Ich sollte lieber einen Weg in das Tal suchen. Na gut. Pfipfelgard. Dann gehen wir mal zum Pfipfelgard.